Starke Frauen und ihre PS-Giganten rocken den Asphalt. Willst du mich verarschen? Hier rein? Mann, ich dachte, ich bin leer! Meine Durchfahrtverbot. Das Navi hat doch nicht mal einen Latten am Zaun. My turn. Die Trucker-Babes scheuen keine Herausforderung und sind einfach nicht zu bremsen. Die Straße ist so schlecht, da brauche ich im LKW schon einen Sport-BH. Und Abflug! Diese Trucker-Babes geben heute Gas. Pink Lady Lissy lebt für das Abenteuer und fährt souverän durch ganz Europa. Klar ist LKW-Fahren ein gefährlicher Beruf, weil man muss jeden Tag hoffen, dass man noch gesund nach Hause kommt. Die Schöne, die immer nur montags kann, Trucker-Babe Manu, erobert das Steuer der PS-Giganten. Ich bin eine Kämpfernatur und ohne LKW-Fahren wird es auch einfach nicht gehen. Die kühle Blonde unter den Trucker-Babes. Anne fährt seit 10 Jahren LKW und pfeift auf Vorurteile. Ich bin nicht die blonde, doofe, sondern die taffe Frau, die es eben zeigt. Nicht zu bändigen ist Jana. Die Trucker-Queen ist vor allem für eins bekannt. Ich habe zwar eine große Schnauze, aber im Großen und Ganzen eine lustige große Schnauze. 600 PS unterm Hintern. PS-Schönheit Sabrina liebt ihren Traumjob. LKW-Fahren ist sexy. Als Frau sowieso. Die Pink Lady hat gestern auf einer Autobahnraststätte bei Verona in Italien einen Stellplatz gefunden. Nach einer kurzen Nacht startet Trucker-Babe Lissy etwas gerädert in den neuen Tag. Guten Morgen! Die Nacht war eher unruhig. Es hat geregnet. Es war eigentlich von den Temperaturen her sehr angenehm, aber die erste Nacht schlafe ich immer schlecht im LKW. Ich geh mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Schneller Check. Und dann das Wichtigste. Meine Wohnung noch säuber. Und los geht's. Es wird sehr, sehr heiß werden heute, sehr heiß. Und jetzt fahren wir das letzte Stück runter zu meinen Kunden. Um 10 Uhr rollen die Räder der Pink Lady auf der italienischen Autostrada Richtung Florenz. Ab in die Freiheit. Auch nach 15 Jahren hinter dem Steuer genießt Lissy dieses Gefühl. Ich liebe es einfach beim LKW-Fahren von zu Hause in den LKW rein. Ganz ein anderes Leben. Zu Hause bin ich Mama, bin ich Hausfrau, koche ich gerne, halt mal putze meine Wohnung blitzeblank sauber. Und dann der totale Unterschied, wenn ich hier arbeiten gehe, dann steige ich mal LKW ein, Musik ganz laut und einfach nur ab. Ab von zu Hause, von der gewohnten Umgebung und wieder neue Orte kennenlernen und so. Und das ist das, was mir eigentlich an meinem ganzen Leben und Job auch gefällt. Das ist irgendwie das Spontane und das Abwechslungsreiche auch. Aber die Straße birgt jeden Tag neue Risiken. Trucker brauchen Kraft und gute Nerven. Machst du jetzt doch. Nicht nur ihren eigenen LKW muss das Trucker-Babe bändigen. Oft gehört das Mitdenken für die anderen Verkehrsteilnehmer auch zum Job. Lissy nimmt es gelassen. Ach. Am Montagmorgen ist die Straße Richtung Süden frei und Lissy kommt ihrem Ziel zügig näher. Bei Calenzano verlässt sie die Autobahn. Also die Abfahrt ist schon mal richtig. Über 6000 Kilometer der italienischen Autobahn sind mautpflichtig. Bitte Spiegel. Bezahlt wird nach Nutzung. Für die Strecke von Bozen nach Florenz zahlt Lissy 48 Euro. Bin gespannt. Wir fahren ja mitten in den Ort rein. Ort ist leicht untertrieben. Als Hauptstadt der Toskana zählt Florenz mit zu den größten Städten Italiens. Bereits im Mittelalter war die italienische Metropole für ihren ausgeprägten Handel europaweit bekannt. Lissy muss nun aber erst einmal den Kunden finden.